Okay, aber ich konnte jetzt die Schemen nicht unbedingt zuordnen. Bei ihm. Oh, fehlt der mir noch? Weil er hat gesagt, einer ging in den Wald. The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him. Okay, das Ding ist, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, wir haben ja mehrere, was heißt mehrere, wir haben drei Morde gesehen. Diese, einer fehlt mir so gesehen noch, was ist das? Vier. Norden. Ist das der Platz, wo ich das finde? Oh, Moment, wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, kommt jetzt die Erscheinung wieder? Jo. Und es müsste trotzdem nur einer dastehen, ne? Das heißt, ich muss den einen... Wow. Ich muss den Mord von dem einen noch finden. Oder was heißt finden? Ich weiß ja, wo der ist. Theoretisch. Er war relativ am Anfang gewesen. Und ich glaube, dann kommen wir weiter. Also wir müssen nicht, glaube ich, nicht unbedingt alles machen, obwohl ich gerne alles machen würde wollen. Weil na gut, was fehlt denn eigentlich noch? So viel ist es nicht. Es ist immer noch der Anhänger mit dem Code. Und wir brauchen das Schlüsselband. Oder Schlüsselbund, damit wir das Schneemobil starten können. Kann halt sein, dass wir das mit dem Schneemobil unbedingt machen müssen. Ja, halt's noch mehr ins Gesicht, Junge. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wo das ist, nur ungefähr. Zumindest hatte ich es da gesehen gehabt. Oder ich habe dem... Das war vielleicht der erste Eisblock. Vielleicht ist das ja der Hinweis. Da muss ich nochmal hingehen und da ein Foto von machen. Noch haben wir ja genug. Dass das der erste Hinweis war, dass ich da den Fußspuren mal folge. Und dann mal gucken, was da passiert. Oder der... Ne, bei Hamiltons Mord haben wir nicht gesehen. Au. Warte mal. Ach, dann sind wir hier schon beim Gemischtwarenladen. Auto, bitte. Okay, dann steige ich hier bloß nochmal schnell aus. Und schau mal nach. Wo war jetzt der Eisblock? Der war ja hinten gewesen. Das ist aber nicht da, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich da gewesen wäre. Nee. Irgendwo war der doch hier. Genau hier. Ja. Bisschen weiter weg, weil das sind nämlich auch wieder Fußspuren. Wo geht's hin? Okay, es geht da hinten hin. Und da mal nehme ich das nächste. Genau. Ich dachte, ich möchte nichts falsch machen. Und das ist dann alles, also, was ich bisher bei der anderen Let's Playerin gesehen habe. Wie gesagt, die ist da schon wesentlich früher drauf gekommen. It was so cold. Already Carl did not feel his toes. Ach komm schon, hör auf damit. Ich hoffe, ich habe noch ein Lagerfeuer, was ich anzünden kann. Genau, deshalb. So, pass auf. Ich will bloß mal gucken, wo wir sind, ob ich überhaupt richtig gewesen bin. Nee, ah Gott, ich wäre viel zu weit gefahren. Das kann kein Wolf getan haben. A shiver ran down Carl's spine as he glanced over another body trapped in ice. Indeed, the scene was quite chilling. Carl felt familiar shivers going down his spine. And he was back. Geheimnisvolles Tagebuch, Seite 1. Okay, ich hoffe, wir stehen direkt beim Feuer. Ich hoffe, der stirbt mir ja nicht weg. Das Biest schläft gerne lang. In seinem Bau kann man so gut wie nicht eindringen. Überall ist Eis. Ich muss geduldig sein und darauf warten, dass es sich zeigt. Ich muss wie ein Jäger denken.
Das Biest greift häufig die Siedlung am See an. Es versetzt die Weißen in Angst und Schrecken. Sie können es nie kommen sehen, aber sie fühlen seine Gegenwart. Wie eine eiskalte Hand, die sich um ihre Eingeweide legt. Das Biest stachelt die Wölfe an und macht sie aggressiver. Einer von ihnen hat mich angefallen. Ich musste ihm die Kehle durchschneiden. Als meine Klinge in sein Fleisch fuhr, klang es so wie beim Durchtrennen eines gespannten Drahtseils. Alter. Das Biest nähert sich den Menschen immer mehr. Es geht nichts auf die Es geht nachts auf die Pirsch und wird stets von starkem Schnee und heftigem Wind begleitet. Ich habe versucht, seine Fährte aufzunehmen, hatte aber keinen Erfolg. Ich kenne den weißen Mann in dem Eisblock nicht, aber eines weiß ich ganz sicher. Das ist das Werk des Biestes. Seine Angriffe lassen das Blut seiner Opfer gefrieren. Die Weißen kennen sich mit dieser Naturgewalt nicht aus. Ich habe das Eis angefasst, in dem der weiße Mann steckt, und ich habe Dinge gesehen, aber ich habe sie nicht verstanden. Es war so, als ob Zukunft und Vergangenheit eins waren, oder als ob ich eine Spinne war und mit meinen 8 Augen gleichzeitig nach vorne und nach hinten sehen konnte. Dieses Biest, diese Kreatur, stammt nicht von dieser Welt. Ich muss dieses Biest wiederfinden und falls nötig töten. Alles klar. Das Problematische ist, das hört sich irgendwie nach dem Wendigo halt an. Untersuchen. What could these engraved numbers mean? 739. A fresh path suddenly appeared before Carl. 739. Ich hoffe, ich merke mir das. Weil ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, wo es danach hingeht. Hä, nee, warte mal. Doch, doch, wir müssen die Spuren zurückverfolgen. Der Truck. The vision slowly faded away, like an icicle melting in the palm of your hand. Carl, back in the real world, now knew who the icebound man was. Gilles Deschamps, the general store's manager himself. Ah. Okay. Okay. So, warte mal. Der Gemischtwarenladen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Außerdem, warum ist das jetzt dunkel? Warum ist das jetzt dunkel? Also für mich heißt das jetzt ja, ich habe alle gefunden. Was nice ist. Warte mal, kann ich hier kurz reingehen, damit das speichert? Das wäre sehr schön. Dankeschön. Und es wird aufgewärmt. So, ich würde bloß mal auf die Karte gucken, weil ich will das wenigstens mit dem Safe noch mitnehmen. Wenn ich irgendwo zoom, Alter. Das war, oh Gott, wo war das gewesen? War das Berdar? Das war Berdar, ne? Lovin war es nicht. Also, La Motte, da fehlt uns bloß noch das vom Dings, was ich halt auch gerne, aber ich möchte halt auch gern weiterkommen. Da ist ein Schlüssel bei der Eiswand. Also ich schätze mal, dann kann ich über die Eiswand. Es kann aber auch sein, dass ich noch mehr brauche. Sonst muss ich echt bis da hinten hin wandern. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, naja, also ich sag mal so, Hälfte von der Folge ist ja gerade mal erreicht. Ich würde das halt schon gern, bevor ich wirklich meinen Weg hier nach oben aufbreche, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich vielleicht das Schneemobil wirklich dafür brauche oder ob das bloß ein optionales Ding ist. Ich würde das aber halt schon gerne lösen. Ich bin mir zwar trotzdem sicher, ich bin da richtig, aber keine Ahnung. So, Bedar war das, glaube ich, ne? Dann würde ich mal einfach dahin. Ist halt jetzt komisch, dass es auf einmal dunkel ist. Oder mich verfolgt dieses Viech jetzt auch. Das wäre natürlich ungeil. Damit habe ich dann so gesehen den Wendigo geweckt. Das wäre natürlich ungeil. Aber vielleicht geht das Spiel halt wirklich bloß halt um den Wendigo. Bloß mit einer anderen Story, wie ich es eigentlich zum Beispiel von Until Dawn, wie gesagt, kenne. Dass das das große Ganze ist. Aber ich denke mal, der eine Typ zumindest wird schon, naja, die Weißen gejagt haben.
So, jetzt kann ich hier wieder nicht zoomen, ne? Nee, kann ich nicht. Das müsste dann jetzt hier... nee, rechts gewesen sein. Jetzt rechts eine Einfahrt kommt. Ich hoffe, das war richtig. Ich dachte, ich will halt wissen, mit was der den dann erpresst haben soll. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich weiß, ich könnte jetzt gleich zur Eiswand und dann da weiter. Ist hier der Briefkasten? Wo ich rein kann? Vorsicht, Vorsicht. Ja. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zum Hellen, oder wo ich es im Hellen gespielt habe hier, also das Spiel an sich, nicht ich, also, ne, also ihr wisst schon, was ich meine, ist das irgendwie bei Nacht voll angenehm. Oder wesentlich angenehmer, zumindest für die Augen. So, jetzt muss man mal Haus der Familie wieder. Ich hoffe, das ist, oh Gott. Ich hoffe, das ist richtig hier. Wir steigen mal aus und mal gucken, ob es das Richtige war. Ansonsten muss ich nochmal nachlesen, damit ich nicht aus Versehen wieder falsch laufe. So, hier ist schon mal Licht. Nein, das war falsch, ne? Ja, hier mein Traumfänger. Hier war bloß das. Hier ging es bloß raus. Fuck, welche Familie waren das gewesen? Notizen kann ich auch nicht lesen. Welche Familie waren das gewesen? Oder war das das erste Haus? Oder ja, da ist ja noch ein Haus. Oder war das La Chance? Dann war es vielleicht La Chance und ich bin bloß halt falsche Richtung abgebogen. Ja, sorry, sorry. Bin davon ausgegangen, dass er das war. Weil ich möchte doch bald sagen, das war die erste Bude, wo wir drinnen waren. So. Ganz geschillt zurück. Oh Gott. Und das ist doch eigentlich quasi gleich gegenüber. Zumindest müsste hier doch auch einen Weg reinführen. Wir gucken mal. Ansonsten, ich werde jetzt... Sorry, aber ich werde sonst jede Bude hier durchgehen, bis wir da sind. Ich weiß, ich könnte das schneiden, aber ich werde euch hier schön mitleiden lassen bei meinem langen Weg. Damit ihr das auch alles richtig mitkriegt. So. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, da steht einer. Das ist ja bloß der komische Pfeil, den wir schon hatten, ne? Oder habe ich den fotografiert? Jo, sonst würde es da stehen. Oder sind das irgendwie markierte Häuser irgendwie? Warum ist denn hier das Licht aus? Ah, nee, doch, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Ich erinnere mich. Doch, von ihr hatten wir den Tod auch gesehen. So, toll, was war das? 7-3? Was sind die Initialen? Ich kann ja bloß... Initialen, also jetzt schätze ich mal B. Jetzt Geldbeutel. Okay, der Geldbeutel war es nicht gewesen. Nein, nicht Notizbuch. Nicht Notizbuch. Obwohl, da müsst ihr auch mal langsam gucken, wie ich das habe. Hier ist die Hundemarke. Kette. So, 739 war es gewesen. Okay. Also ist bloß eine Frage von Stunden. Ich meine, so viel haben wir nicht. B. Okay, 739. Weil das sind ja keine Initialen. Aber ist richtig. Gut. War es nur das B. Initialen ist bei mir Vor- und... Also, ne? Vor- und Nachname. Nicht nur der Vorname. Darf ich jetzt mal das Ding hier nehmen? Dankeschön. Kompromittierendes Dokument. William Hamilton ist ein Gauner. Er erpresst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen. Wie der berüchtigte Seraphine Podier. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Mine unter den Nagel gerissen hat. Die Tatsache, dass er mit seinem Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf verbreitet, mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen, aber dass er Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten machen wird. Die Fremden sind alle gleich. Wir werden singen, geschrieben mit anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an Rache.
Da, ich kann auch nicht mal umblättern. Das war's? Schade, ich dachte, da wäre jetzt ein richtig krasses Geheimnis drin. Okay. Okay. Hä? Achso, das ist der Hinterausgang, wa? Gut, da wollte ich nicht hin. Na gut, jetzt haben wir das... Nee, das war... Hä? Ach stimmt, das war eine große Treppe gewesen. Okay, das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich werde bis mal kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwas noch vergessen habe. Ich weiß auch nicht, wenn wir das fertig gebastelt haben, ob wir dann dafür irgendwas kriegen. Wäre ja schön. Bei Roy hatten wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Bei Bidder hatten wir nichts mehr. Hier haben wir, waren wir auch fertig. Gemischladen waren wir fertig. Bei den Hütten. Oh, warte mal, da ist noch eine Höhle. Da ist ja noch eine Höhle. Da ist noch eine Höhle. Dann gehen wir da aber mal schnurstracks hin, ne? Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Höhle. Wenn ich nicht dran vorbeilaufe. Müsste doch hier irgendwo sein. Östliche Höhle. Stimmt, zu der wollte ich ja auch noch. Und die könnte ich mir theoretisch... Ich habe mir dreimal mitgenommen. Toll. Okay, das ist ein... Gibt es noch einen anderen Höhleneingang vielleicht? Oh, ich würde das schon gern wissen. Nee? Nee, 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 nee. Weil bei der anderen war es ja auch so gewesen, dass wir nochmal woanders rausgekommen sind. Oh, pack das Ding weg. Ich weiß halt, also hier kann ich ja eh nicht großartig weiterlaufen. Ich kann jetzt bloß am Wald hier irgendwie lang. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch einen anderen Höhleneingang finden. Denn ansonsten... Auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer wird. Aber wir haben ja eh schon ein bisschen längere. Das ist hoffentlich da nicht so schlimm. Vielleicht auch genau auf der anderen Seite. Ich meine, hier haben wir jetzt wieder einen Pfad, der uns zurückführt irgendwie. Oh. 6. Das könnte die Tankstelle damit gemeint sein, da bin ich mir aber nicht sicher. Oder ist das der See? Da ist ein Zelt. Ich meine, okay, wir haben jetzt zwei von diesen Sachen schon gefunden. Oh, hier kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Hier allerdings schon. Da komme ich bloß zur Tanke rüber. Was haben diese Dinger zu bedeuten? Also ich weiß nicht, ob das jetzt bloß die Fundorte von diesen... Ja, von diesen Rückblenden sind. Aber wenn da jetzt schon steht 6, kann ich es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich würde bloß nochmal die andere Seite erkunden. Und ich denke mal, wir werden da leider trotzdem nichts finden. Aber dadurch, dass ich ja das Schneemobil eigentlich gerne glatt machen möchte, klar machen möchte. So, um was nicht zu sagen, nee. Und das wenigstens auch mitnehmen möchte, auch wenn ich es, wie gesagt, von meiner Warte aus habe ich es gelöst. Also für mich, was ich da gemacht habe, macht Sinn. Ansonsten würde ich halt da wirklich mal nachschauen, wie man das löst und dann können wir das zusammen lösen. Oder ich zeige es euch bloß kurz und dann mache ich dann wirklich einen Cut. Außer ich kann mit dem Schneemobil rumfahren oder finde dann noch was anderes. Schauen wir dann einfach mal. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich da wirklich einen Cut machen und dann an der Stelle, wo wir zur Eiswand kommen, dass wir uns dann da wiedersehen. Aber ich möchte es wenigstens mal gezeigt haben, wie das Rätsellösung nur war, wenn ich da schon tausend Male gewesen bin. Wo bin ich jetzt hier? Ach nee, ich wollte gerade sagen, weil hier sah es gerade aus, als ob hier noch ein Haus stehen würde. Ist es aber nicht. Hier haben wir bloß noch weiteres. Da kommen wir irgendwo wieder hin.
Okay, gut, dann begebe ich mich schon mal zur Straße. Ich meine, den letzten Weg zum Dings müsst ihr jetzt nicht noch euch unbedingt mit antun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit der Lösung von dem tollen Rätsel da wieder, damit wir das Schneemobil vielleicht nutzen können. Vielleicht müssen wir das auch nehmen, damit wir überhaupt weiterkommen. Das kann ja auch so ein Spiel sein, wirklich, wo man... Wo war denn jetzt hier? Ach doch, bei der Straße. Wo wir wirklich alles auflösen müssen. Und ja, dann haben wir das auf jeden Fall auch gemacht. Aber wie gesagt, ich möchte halt wenigstens zeigen, wie das Ganze funktioniert. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu einer weiteren Folge von Kona wieder. Also bis denn, ciao, ciao.